Hallihallo, hier ist euer Dennis von der Bullworth Space Academy am Weihnachtsmorgen, ja. Und das wird auch das letzte Video sein, jetzt vor Weihnachten bis zum 27. hin, das kann ich euch schon mal versprechen. Und ja, um was geht's heute? Ich möchte gerne an mein letztes Video anknüpfen, ja, das, was ich damals sagte und jetzt auch im Moment auch eingetroffen ist. Und ja, wie gesagt, das Video soll so kurz wie möglich sein. Ja. So, fangen wir auch an. Hier im 4-Stunden-Timeframe hatte ich im letzten Video gesagt, dass es hier möglich ist, dass wir hier noch einen Retest hier auf dem Kanal machen. Das haben wir jetzt hier gemacht und sind natürlich hochgepumpt. Natürlich sagte ich im letzten Video auch, dieses, meiner Meinung nach, wird es hier ein bisschen länger dauern. Er ist natürlich jetzt einfach hochgepumpt. Das passiert, das steckt mir natürlich nicht drin, aber vorbereitet war ich auf jeden Fall und bin auch schön plus in meiner Long-Position. Des Weiteren, da gehen wir jetzt auf die CPRs, hier, also jetzt nur mal auf die blauen CPRs achten, das sind die Weekly CPRs und die Pivots hier, ja, das ist das CPR. Ich sagte hier, da wir hier hard rejected wurden, ja, dass ein Test auf das CPR auch sehr wahrscheinlich ist. Was hat er gemacht? Er ist nochmal auf das CPR runter, bevor er dann hier schön über das R1 und sogar über das Monthly S1 drüber gepumpt ist. So, das hat er jetzt gemacht. Er findet im Moment hier an dem Monthly S1 Support, bildet hier gerade einen Continuation Pattern. Und was sehe ich jetzt weiter? Ja, dazu muss ich schon wieder zurück. Möglich ist es, ja, weil wir haben hier eine gelbe abfallende Trendlinie, ja, die kommt zustande vom All-Time High runter, ja, da haben wir hier ein Touchpoint, hier ein Touchpoint und hier drei Touchpoints und da ist er jetzt drüber. Möglich ist, dass er hier nochmal ein Retest macht, bevor es dann hier weiter hochkommt, ja. So, und der Retest kann in den Bereich fallen, ja, jetzt gehen wir wieder zurück, in den Bereich des Weekly R1 fallen. Dass er das nochmal antesten will. Ich gehe davon aus, wenn er das macht, dann macht er das mit einem Wick. Ja? Und dann geht es weiter nach oben. Und zwar in Richtung 53.000 an diese Trendlinie. Und an dieser Trendlinie, ja, davon gehe ich stärker aus als bei dieser Trendlinie. Auf jeden Fall, da haben wir noch mehr signifikantere Touchpoints, nämlich hier, hier, hier ein paar Mal, hier, hier und hier ein paar Mal, ja. Dass wir hier auf jeden Fall meiner Meinung nach rejected werden. Ja? Also das ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass wir hier rejected werden. Erstmal wieder eine Downside sehen, eine kleine. Und bevor wir dann hier weiter Richtung ja, V-Test-Bereich dieser Wolfwave in Rot sehen. Ja? Diese Wolfwave habe ich schon sehr, sehr lange drin. Ist auch schon nach unten ausgebrochen, wie ich in den letzten Videos auch sagte. Und ich werde hier in diesen Bereich hier meine Short aufbauen und hier mit einer Warte hier das Target 1 dieser Wolf Wave und da unten haben wir ja das Target 2. Ja, das ist dann wie bei einem Rising Wedge. Würde ich hier nochmal eine Long öffnen, wenn ich jetzt keine hätte? Ja, das würde ich, aber natürlich jetzt nicht hier, sondern ich würde warten, bis ich hier einen Retest auf diese gelbe Trendlinie macht, beziehungsweise ein Retest hier auf das Weekly R1. Da wäre auf hier meiner Meinung nach auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Long zu eröffnen. Ja, weil hier haben wir auch mehrere Touchpoints an diesem Weekly R1, sogar von letzter Woche noch. Ihr seht es hier, ja. Das ist natürlich das Weekly R1 von dieser Woche. Nichtsdestotrotz haben wir, wenn wir auf die letzte Woche zurückgucken, haben wir hier auch einige Touchpoints. Also wäre dieser Bereich auf jeden Fall eine Long wert, wenn ich jetzt nicht Long wäre. Schauen wir mal auf den Daily Chart, ja, und hier auf diese blaue ja, Kanaltrendlinie, die kennt ihr schon, sehr, sehr signifikant. Ich sagte, wenn er die durchbricht, dann sehen wir hier riesengroße Downside nach unten. Das hat er nicht gemacht, er ist drüber geblieben. Des Weiteren, ich gucke gerade, ja, hat er hier im RSI dieses Falling Wedge wie erwartet ja, nach oben verlassen. Ich sagte aber auch, und ich sage es nochmal, es ist nur ein Indikator, wenn er hier nach oben geht, dass man mindestens mal, also seitwärts, das ist meine Erfahrung, aber natürlich ist die Chance höher, wenn er hier hoch geht, dass wir hier auch steigen. Ja.
Aber der muss jetzt nicht, wenn er hier hochgeht, hier bei 90, 100.000 sein, ja. Das sagt der Indikator nicht aus. Der Indikator sagt nur aus, also so tue ich denn lesen, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel hier aus so einem Pattern ausbricht, dass die Chance und die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist mit anderen Bestätigungen, wie jetzt hier diese Linie, dass wir hier nochmal hier da oben in den Retest-Bereich jetzt meiner Meinung nach, was ich sehe, ja, hochgehen könnten. Ja. Und ich zeige euch jetzt noch was, ja, das habe ich schon mal vor ein paar Wochen gebracht. Und ich bringe es jetzt nochmal, weil es jetzt nämlich auch soweit ist. Denn ich habe hier in einem anderen Chart, auch im Daily, den RSI, den MACD und den CCI. Ja. Und die sind jetzt alle drei bullisch geflippt. Das heißt, ja, dass die Wahrscheinlichkeit so sehr hoch ist, dass er noch weiter steigt. Das muss man ganz klar sagen. Und ich sehe den Bereich, das sagte ich schon, zwischen 56 bis 60, $62.000. Das ist auf jeden Fall noch drin, ja, bevor es dann meiner Meinung nach richtig nach unten geht. Und das hier kann auf jeden Fall eine Hilfe sein, dass wir hier nochmal schön hochgehen. Ja. Wenn wir mal jetzt in die Vergangenheit zurückgucken, wo dann alle, wie sie dann geflippt sind, nach oben sind, haben wir hier zum Beispiel schön in den positiven Bereich geflippt, hier auch und ging es hoch. Da haben wir hier positive Bereich geflippt, hier auch und dann hier auch und hoch geht's. Also das ist auf jeden Fall ein Indikator, dass hier noch weiter steigen kann. Also ein Indiz, ja, eine Bestätigung. Ja, dessen, ich habe mehrere Bestätigungen, dass es jetzt weiter nach oben gehen kann. Ja, und das wollte ich euch hiermit auch noch zeigen. Und das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich denke, das war informativ genug. Ja, zusammengefasst, ich sehe jetzt noch eine weitere Short-Term, eine bullische Phase nach oben in den 56 bis 63K-Bereich, 62K-Bereich hier in dem Dreh rum, um hier diese Wolfowave von mir zu retesten, bevor es dann nach unten geht. Ich sagte euch, warum ich denke, dass wir noch weiter nach oben gehen, habe ich euch jetzt genug gezeigt, mehrere Varianten. Und jetzt bleibt mir noch übrig, euch zu sagen, dass ich euch schöne Weihnachten wünsche. Habt noch eine schöne Zeit mit eurer Familie. Das sind ja jetzt 3 Tage. Lasst vielleicht ein bisschen das Trading ruhen. Entspannt euch. Ja, seid für die Familie da. Und wir sehen uns nach den Feiertagen am 27., hoffentlich am 27.12. wieder. Macht's gut. Euer Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.